Um das Markierungsmittel einzubauen, haben wir die Verschleißplatte ausgebaut. In der Verschleißplatte ist ein Stift und eine Nut in dem Mechanikisil, das zusammen eingeführt werden muss. Dann haben wir uns ein Hilfsmittel gebaut, um das Mechanikisil einzuschlagen. Das Mechanikisil ist jetzt eingetrieben worden. Die Lauffläche wird nochmal gründlich sauber gemacht. Und jetzt wird zusammen die Verschleißplatte mit dem Mechanikisil eingebaut. Dann wird die Verschleißplatte arretiert mit einem Bolzen. Mit der Wellenschutzhülse mit dem zweiten Teil des Mechanikisiels, das haben wir vorher schön sauber gemacht, die Dichtfläche, und wird zusammen über die Welle geschoben. Dann wird der Impeller eingebaut, zusammen mit der Feder. Darauf ist zu achten, dass die Feder mit der geraden Fläche immer zum Mechanikisil zeigt. Und darauf zu achten ist noch, dass der Dichtring in dem Impeller drin sitzt. Dann wird das beides zusammen eingeführt und aufgeschraubt. Und dann kann mit dem Montieren des Gehäusedeckers begonnen werden.